eine Schlacht gewesen sein. Anker lichten und auf zur Totenkopfinsel. König André wird uns die ganze Beute abkaufen. Warte mal, da ist noch was. Es ist, sieht aus wie ein paar Schuhe. Hey, das sind richtig schöne Stiefel. Oh, die sind ja noch heiß. Oh, 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 oh. Bemerkenswert erfrischend. Bemerkenswert erfrischend. Nein. Wasserdicht aus. Totenmanns. Was? Wer bist du? Matrose Guybrush Threepwood meldet sich zum Dienst, Sir. Hä? Du siehst nicht aus wie ein Mitglied meiner Mannschaft. Ehrlich, ich bin der Neue. Ich habe nichts von neuen Rekruten gehört. Ich muss das mit meinem Kapitän abklären. Deinem Kapitän? Ja, Threepwood, du befindest dich an Bord der Seegurke. Ich bin Mr. Fossey, der erste Mat. Und mein Kapitän? Nun, der ist die Geißel der sieben Meere. Der gefürchtete Pirat Lutsch. Ja, Captain, es ist auf dem Tisch, Sir. Lutsch? Genau, Kapitän Lutsch. Ja, Captain? Nur ein Eindringling, Sir. Ich kümmere mich um ihn. Er sagt, du sollst gefoltert werden. Wähle die Art deiner Bestrafung. Du wirst entweder geteert und gefedert, oder du musst über die Planke laufen. Oh, über die Planke bin ich schon auf dem Weg nach oben gelaufen. Reicht das? Nein, tut mir leid.
Nun, ich schätze, über die Planke laufen muss dann reichen. Wir versuchen, den Gebrauch von Teer und Federn zu vermeiden. Das gibt immer so eine Sauerei. Und wir müssen den Teer für Notfälle und Lecks aufsparen. Was sagt ihr, Männer? Sollen wir ihn über die Planke schicken? Wie bitte, Captain? Vandalen? Nun, es sieht aus, als hätten wir technische Probleme, Threepwood. Also müssen wir trotz allem den Teer und die Federn rauskramen. Das wird dir eine Lehre sein. So, und was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Wir haben das noch nie zuvor gemacht. Fühlst du dich nicht erniedrigt? Schätze schon, aber nicht mehr als gewöhnlich. Nun, dann verschwinde einfach. Besser nicht. Ich glaube, ich mache diese Kerle langsam wütend. Madre de Dios. Es ist El Pollo Diablo. Ah, ich habe deine Gefangenen freigelassen und jetzt komme ich dich zu holen. Du bekommst mich nicht ohne einen Kampf. Dieses Hühnerfett hat alle Federn abgewischt. Huch, ich verhalte mich besser leise. Absolut, Kapitän. Ich beschäftige mich damit sofort, nachdem ich gegessen habe. Wie bitte, Kapitän? Ich esse zu viel gebratene Hühnchen? Nun, ich habe halt eine Schwäche für Hühner. Das ist alles. Ich weiß, dass Sie keine Schwächen haben, Kapitän LeChip. Sie sind ein Erfolgsmensch, ein Macher. Ich nur eine kleine, winzige Fliege. LeChip? Der Kapitän ist ein Affe? Also, wenn der Kapitän ein Affe ist, muss Mr. Fossi... Ei, ei, Kapitän. Frische Bananen für die ganze Mannschaft. Völlig durchgeknallt sein. Wie bitte, Kapitän? Ihre Parasiten ärgern Sie? Natürlich, ich werde sie lausen, Sir. Wissen Sie, Sir, der Fund dieser goldenen Statue ist vielleicht genau der Ansporn, den unsere Crew braucht. Nun, mit solchem Reichtum können wir ein neues und besseres Schiff kaufen und so die Karibik terrorisieren. Ich will die mystischen Kräfte des Huts nicht stören. Nichts in meinem Ärmel. Presto! Hey, es hat geklappt. Da ist etwas drin. Ich will die mystischen Kräfte des Huts nicht stören. Da
C des Bauchredens. Das A, C des Bauchredens. Interessant zu lesen, aber ich sollte es an jemandem ausprobieren. Mr. Fossi, ich habe nachgedacht. Sind Sie in Ordnung, Kapitän? Sie klingen so anders. Unterbrechen Sie mich nicht. Entschuldigung, Sir. Vielleicht ist es an der Zeit, die Freibeuterei aufzugeben. Ich meine, schauen Sie sich mal um. Ich, der Rest der Besatzung. Wir sind alle Affen. Meinen Sie das im darwinistischen Sinne, Sir? Nein, in einem ziemlich wörtlichen. Ist Ihnen aufgefallen, dass sich die Crew lieber von Mast zu Mast schwingt, als das Deck zu schrubben? Ich will nicht einmal erwähnen, was Sie auf dem Schiff herumgeworfen haben. Spielen Sie darauf an, dass ich die Crew nicht im Griff habe? Nein, nein, ich schlage nur vor, dass wir diese Scharade aufgeben und uns auf die Bäume zurückziehen. Es ist nicht das Leben eines Affen, dieses monatelange Segeln über die Meere. Nun, wenn Ihnen so viel daran liegt, Sir, schätze ich, dass ich mir keine Widerrede erlauben kann. Unsere letzte Amtshandlung sollte sein, dass wir diese Statue ausgraben und... Es wird die Männer hart treffen, aber wenn Sie glauben, es sei das Beste... Okay, aber zuerst sollten wir die Statue ausgraben und sie... Ich werde Ihnen klar machen, dass es nicht Ihr Fehler ist. Sehr gut. Und dann graben wir die Statue aus. Okay, dann eben nicht. Das muss die Karte zu dem Ort sein, an dem Sie Elaine vergraben haben. Mr. Fossi ist der Einzige, der mit ihm reden kann. Merkwürdig. Der Laderaum ist voller kaputter Ladung. Leer. Nein, das Korn ist voll Fett und Butter. Ah, ich hasse Porzellan. Es ist eine lange Geschichte. Ich erkläre es später. Mehr Porzellan. Geht dieser Albtraum denn nie vorüber?
Es ist abgeschlossen, weil die Vorstellung schon begonnen hat. Ha, Brutus! Dann Pfanne, Cäsar! Danke, danke! Oh, ich kann einfach nicht hinsehen. Romeo! Romeo! Wofür hast du einen Schatz, Romeo? Also, Julia, du willst dir meinen Schatz erschleichen? Dann wird der Abschied von deinem Leben süßer Schmerz sein. Und ich werde dich aufs Kreuz legen. Oh, das war schlecht. Keine Requisiten. Ich mag den natürlichen Look. Ach, armer Jorvik! Murray! Entschuldigung. Ach, armer Murray! Er ist ekelhaft, weil er eine Leiche ohne Körper ist. Und ich werde euch alle auffressen. Da bin ich reingekommen. Es sind ein paar trottelige Schauspielmasken. Es riecht, als würde etwas brennen. Muss wohl diese verkommene Verkabelung aus dem 17. Jahrhundert sein. Warte mal, irgend so ein Affe hat an diesen Schaltern herumgespielt. Muss Elaine begraben sein. Und jetzt? Ich weiß, darauf habt ihr alle gewartet. Wie wäre es mit verblüffender Jonglierkunst? Thank you.
Ich will diese Kanonenkugeln nicht herumschleppen. Oh, oh. Sieht aus, als kommt er jetzt zu den Kanonenkugeln. Und nun, das ultimative Shakespeare-Vergnügen. Die berühmte Kanonenkugel-Jonglier-Szene aus Romeo und Julia. Oh, ups. Ich bin froh, dass es ein Happy End gibt und er am Ende das Mädchen bekommt. Elaine sollte oben im Krähennest sicher sein, fürs Erste.